Herzlich willkommen zu einem Angezockt zu Tales of Zestiria, dem neuen Japano-RPG von Bandai Namco. Es ist schon ein bisschen länger raus in Japan und es ist jetzt endlich zu uns nach Europa gekommen für die PS3, PS4 und PC, soweit ich weiß. Ich glaube, die drei Versionen sind es, sind auch unten in der Beschreibung verlinkt. Bandai hat mir freundlicherweise dieses Spiel zugeschickt, damit ich euch es zeigen kann hier in diesem Video. Ich habe vorher kein Tales of Teil gespielt. Ich habe einiges davon schon gesehen. Und ja, wir haben es hier mit deutschem Text und japanischer Sprachausgabe stehen. Und ich würde sagen, wir steigen mal für eine Stunde in das Spiel ein. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr es euch ja dann besorgen. Okay, wir haben, ich denke mal, ist die Sprachlautstärke manchmal ein bisschen lauter. Das ist ja immer ein bisschen... Oh, Hintergrundmusik ist aber krass von der Lautstärke dann leiser. Okay, dann lassen wir das mal alles so. Machen nur die Sprachlautstärke ein bisschen lauter. Bestätigen mit Start und fangen an. Doshi no Densho. Harukana Shinwa Jidai. Sekai ga yami ni owareru to Izuko yori arawale hikari o torimodoshita. Jidai wa utsuro o tomo yo ga midareru tabi ni hitobito wa densho o katari. Tsukui o nega. その度に同志は姿を現し闇を振り払ったというしかし平和が訪れると同志は姿を消した彼らはどこへその答えを知る者はいなかった人々の記憶から伝承の中へと消えていった。闇は世界を再び覆わんとしていた。同志の名が再び語られ始めただが未だ同志は姿を見せなかったUnd so beginnt unser Spiel. Hier sehen wir nochmal den Controller. Ich spiele mit einem PlayStation 3 Controller, aber die Knöpfe kommen ungefähr genauso hin. Eigentlich. Okay. Elysia, Heimat der Seraphim. Ja, wir sind hier dieser kleine Dude. Der Dude heißt Sorei, wahrscheinlich. Wir werden es gleich vielleicht nochmal auf Japanisch hören, dann kann man es vielleicht ein bisschen raushören. Und wir laufen jetzt hier erstmal zu dem Stern, der uns auf der Karte eingezeichnet ist, um die Story ein bisschen ranzutreiben. Wir können des Weiteren noch mit unserem komischen Schwert hauen, das ein bisschen aussieht wie ein Holzschwert, aber mir wurde schon gesagt, dass da ein bisschen mehr hintersteckt, hinter diesem komischen Schwert, das aussieht wie aus Holz. Vielleicht ist es aus Holz, vielleicht aber auch aus besonderem Holz, man weiß es nicht. Und wir schauen uns diese Wand hier an, die wir vorhin in der Vorschau schon gesehen haben. やっぱり政権を掲げる英雄、同志の壁画だ。ようやく見つけた。スレイ、僕は外れだったよ。ミクリオ、先を越されたね、今回は。
やっぱりアスガード時代以前には同志は身近にいたんだよ。そう断じるのは早計じゃないか。何よりまだこの遺跡がアスガード以前のものか確証はないんだ。模造かもしれない。この規模の遺跡で様式まで乗っ取った模造建築なんてしないんじゃないか。なんだかまずいぞ。ミクリオ、あれって遺跡探検はここまでだ。つれい。つれい。Gefahr bahnt sich an und jetzt laufen wir natürlich erstmal weg. Wir können die Sprachausgabe übrigens für Leute, die die japanische Sprachausgabe nicht mögen, auch auf Englisch stellen. So als kleine Nebeninfo. スレイ、とっさの判断だったけどうまくいったろ。これで貸し借りなしだ。これは地下にも遺跡があったなんて。落ちたのに感謝だな。まったく。それより戻る方法を見つけないと。So wie er den Namen ausspricht, sagt er Sorry. Also so ganz schnell, ich würde sagen Sorry ist wahrscheinlich ganz richtig, wie wir es aussprechen. Ich müsste es mal auf Englisch hören, aber das werde ich jetzt nicht umstellen können, denn man muss das am Anfang des Spiels auswählen. So, wir sind in eine Ruine gefallen und können jetzt hier Dinge sammeln, die hier so in der Welt rumliegen. Gibt es hier noch mehr? Gibt's hier noch mehr? Was kannst du... Ah, okay. Sorry, Gespräch. Ich hatte keine Ahnung, dass die Ruinen so tief sind. Wir sollten uns die Ermittlungen für ein anderes Mal aufheben. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Okay. Okay, Mikleo. Das sieht nach einem Speicherpunkt aus. Spiel speichern. Ah, okay. Hier kann man das Spiel speichern. Wieder ein erfolgreich gespeichert. Sehr gut. Okay, das ist cool. Und dann hoffe ich mal, dass wir gleich mal ein erstes Kämpfchen wagen können hier. Ah, Taka! Sakki mo soutou datta kedo. Sekiban atta shi, kini shite rannai daro? Ah, so desu ka.誰か倒れている。あのさ、ミクリオ、あれ人間だ。まさか。待て、人間には関わらない方がいい。ほっとけない、まだ生きてんだから。分かった、僕も手伝う。とにかくもっとあたりを調べよう。Okay, da hinten liegt ein Mädchen. Ja, hoffentlich ist sie nett. Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Wie kommen wir denn da hin? Hier können wir durch die Tür. Okay, ich denke mal, wir müssen jetzt einfach mal hier weitergehen. Können wir die zerschlagen mit dem Schwert? Kartenaktion. Wenn du X drückst, kannst du dein Schwert schwingen. Auch wenn du gerade nicht kämpfst. Entferne damit Hindernisse, die dir den Weg versperren. Okay. Kenga beto beto da. Ii. Das würden wir bei verlassenen Ruinen aber auch meinen, dass hier schon länger keiner mehr war. Lieber Mikleo. Mikleo? Huch, das geht nicht. Kommen die ersten Gegner?
Und sind es etwa Spinnen? Hallo? Spinni, Spinni? Oi! Okay, die sah gerade größer aus. Wirke Kriegsartes mit B. Okay. Kriegsartes. Wirke Kriegsartes mit B. Ist der Steuerungsmodus auf Semi-Auto eingestellt, läufst du auf dein Ziel zu, bis du nah genug bist, um anzugreifen. Dann kannst du eine Combo mit bis zu 4 Treffern ausführen, indem du erneut B drückst. Neue Artes kannst du durch Levelaufstiege erlangen. Okay, cool. Relativ simpler Kampfmodus gerade noch. Weil wir nur schlagen können. Okay, die ist tot. Die hat gefressen. まさか。兵馬。兵馬本当か。見るのは初めてだけどね。なんで兵馬なんて化け物がこんなところに。逃げる気だ。忘れてないよね。じいじの言葉。 兵馬? そうじゃ。兵馬じゃ。汚れが生んだ恐ろしい魔物じゃ。奴らを倒せるのは特別な者だけが操る浄化の力のみ。 二人とも兵馬に出会ったらすぐに逃げるのじゃ。忘れてはならんぞ。我らに兵馬を退治することはできないのじゃ。よいな。浄化の力がないと。 兵馬は倒せない。今は追い払えただけで満足しないと。なら、なおさらだな。急いで彼女を助けなきゃ。あんなのがうろついてんだから。Okay, in Gebieten, in denen Hellions umher streifen, führt Kontakt mit dem Feind zu einem Kampf. Wenn du dein Schwert mit X oder anderen Kartenaktionen schwingst, kannst du dir einen Kampfvorteil sichern. Kampfergebnis, okay. Details. Ah, cool. Okay. Kann ich auch springen? Nee, ne? Ah, nee, das ist ja eh nur eine Wand. Aber hier haben wir eine Kiste. In Verliesen oder Feldern kannst du Schatztruhen finden. Ebenso wie Verbrauchsgüter können Truhen Ausrüstungsgegenstände enthalten. Sie haben oft denselben Namen. Ihre Leistung ändert sich jedoch je nach der dazugehörigen Fertigkeit. Die Fertigkeiten aller Objekte findest du im Ausrüstungsmenü. Alte Ohrringe. Zwischen Ruinen entdeckte Ohrringe. Sie sollen dem Träger ein besseres Verständnis der Natur verleihen. Okay, ich drücke immer den falschen Knopf, weil ich RPGs nicht mehr gewohnt bin. Ausrüstung. Er hat schon alte Ohrringe an. Was? Jedes Ausrüstungsstück hat 4 Fertigkeitsfelder, in die Fertigkeiten eingesetzt werden können. Die Fertigkeit im ersten Feld ist für jeden Gegenstand voreingestellt. Die Fertigkeiten in den anderen 3 Feldern werden gegebenenfalls festgelegt, wenn du den Gegenstand erwirbst. Du kannst prüfen, welche Fertigkeiten du ausgerüstet hast, indem du das Fertigkeitsblatt mit RT öffnest. Also rechts vorne, glaube ich, ist das. Auf dem Fertigkeitsblatt werden hauptsächlich 2 wesentliche Fertigkeitstypen aufgeführt. Die Grundfertigkeiten, die in den Fertigkeitsfeldern deiner Ausrüstung stehen, und Bonusfertigkeiten, die durch bestimmte Anordnung von Grundfertigkeiten aktiviert werden. Es gibt 3 Methoden, die Bonusfertigkeiten zu aktivieren. Oh mein Gott. Kumulation. Erstellt durch das Ausrüsten mehrerer Kopien der gleichen Grundfertigkeit. Die Anzahl gibt an, wie viele dieser Fertigkeiten ausgerüstet sind. Rüste 2 oder mehr aus, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Elementbündel. Erstellt durch das Ausrüsten von Fertigkeiten, die rechts oder links unmittelbar aneinander angrenzen. Reihe 2 oder mehr auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Fertigkeitsbündel. Erstellt durch das Ausrüsten einer vertikalen Spalte von Fertigkeiten in einer Gruppe. Reihe alle 5 Fertigkeiten einer Gruppe auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Das ist voll krass. Es ist völlig in Ordnung, Ausrüstung nicht nach Parametern, sondern aufgrund von Kombinationen verschiedener Fertigkeiten auszuwählen. Dadurch kannst du überraschend effektive Interaktionen entdecken. Nimm dir etwas Zeit, um die verschiedenen Fertigkeitstypen auszuprobieren und die zu finden, die am besten zu deinem Spielstil passen. Okay, was ist hier? Primor. Das ist... alte Ohrringe. Yay.
E-Bündel. E-Bündel werden durch Positionierung von zwei oder mehr Bonusfertigkeiten auf einer horizontalen Linie aktiviert. Dies kann beim Kampf gegen einen bestimmten Feind nützlich sein, da Fertigkeitseffekte für bestimmte Elemente gelten. Bonusfertigkeiten erhältst du durch Reihen aus 2x2 oder 5 Grundfertigkeiten. Sie bringen doppelte Bonuseffekte. Und das hat jetzt durch die alten Ohrringe hat es das jetzt vollgebracht. Okay. Natürliche Weste. Alter Stab. Okay, wir haben jetzt gerade nichts mehr, was jetzt. Also die alten Ohrringe habe ich jetzt angezogen. Okay. Wir haben jetzt Windschaden reduziert. Das ist cool. Okay. Was haben wir da oben noch? Kampfaktion. Markiere eine Kampfaktion im Menü mit dem Cursor, um die Kriterien für Erlangung zu sehen. Mit automarkierte Kampfaktionen weisen darauf hin, dass dieser Kampfaktion automatisch ausgeführt wird. Das ist praktisch für Spieler, die das Kampfsystem und die Regeln noch nicht kennen. Versuche diese Aktion zu entfernen, um deine AP für andere Kampfaktionen einzusetzen, wenn du den Dreh raus hast. Automatischer Schritt nach hinten. Automatische Abwehr. Das ist natürlich geil. Aktuelle AP in Gebrauch 0 von 5. Ah, okay, und das verbraucht 4 AP. Schussladung. Okay, man kann hier schön, man kann hier richtig krass sich alles zurecht machen. Schon allein diese ganze. Ach hier. Suche nach Monolithen. Steindenkmäler also Monolithen findest du auf Feldern oder in Verliesen. Sie tragen Inschriften unbekannter über vergessene Kampftechniken. Wenn du eins findest, kannst du seine Weisheiten jederzeit im Kampfabschnitt des Systembuches zu Rate ziehen. Für jeden gefundenen Monolithen erhältst du AP, die zur Einstellung von Kampfaktionen notwendig sind. Drücke A, wenn du einen findest, um ihn näher zu untersuchen. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst sind. Kriegsartes. Wenn du kämpfst, steigt irgendwann dein Level und du erlangst neue Kriegsartes. Sturm- und Stechartes. Mobil- und Effektbereichsartes. Wechsel sie nach Bedarf aus, je nach Verlauf des Kampfes. Die verfügbaren Angriffe kannst du dem Atemmenü entnehmen. AP um 1 erhöht. Wie ist denn das Atemmenü hier? Kriegsart ist automatisch. Ah, links. Okay. Sehr cool. Hier haben wir noch eine Kiste. Apfelgummi. Ein medizinisches Gummi, das in Bewegung oder im Kampf 30% der KP eines Verbündeten wiederherstellt. Das ist. Soll ich das mal hauen? Ich meine, ich kann es nicht umbringen. Es sind zwei. Verdammt. Ah, mit. Mit der Attacke, mit der ich eigentlich auf der Map angreife, block ich hier. So, komm. Oh. Seelenketten. Die Seelenkette ist eine Energie, die im Kampf für Kombos benötigt wird. Sie kann auf maximal 100 ansteigen. Aktionen wie Kriegsartes verbrauchen Seelenketten. Und eine niedrige Seelenkette macht dich verwundbar. Die Seelenkette kann durch Inaktivität, Abwehr oder Umherlaufen aufgefüllt werden. Behalte sie im Auge und lass sie nicht auf Null fallen. Seelenkette? Ah, da. SK. Okay, wir heilen auch nicht nach dem Kampf. Wäre ja auch zu einfach. Okay, wir haben die Apfelgummis bekommen. Dann können wir jetzt hier rein. Okay, ich dachte, da wäre noch eine Tür, wo wir rein können, aber dem war nicht so. Hier ist nichts mehr. Da kommt doch was Großes in der Halle hier. Hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Das ist schon mal nett. Und da ist ein Monolith und da hängt eine Spinne an der Decke. Okay, man sieht die vorher. Speichern. So. Hier ist noch ein Monolith. Kommt die jetzt runter oder kommt die erst runter? Ich kann die alte Sprache spüren. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, ja? Abwehr. Wehrt der Feind deine Aktion ab, wird die SK-Wiederherstellungsrate bis zu deinem nächsten Manöver halbiert. Ui. Blockt ein Feind erfolgreich deinen ersten Angriff, wird er wahrscheinlich auch die darauffolgenden blocken. Pass auf, dass du nicht wahllos Kombos ausführst. Beachte, dass diese Regel auch für Feinde gilt, wenn du also was? Beachte, dass diese Regel auch für Feinde gilt. Also die haben auch diese SK, okay. Also ihre SK lernen willst, ist Abwehr eine gute Taktik. Okay, AP um 1 erhöht. Das war eine Kiste. Man kann die leicht über. Alter. So. Okay, wäre Angriffe mit X ab.
Man kann nur nach vorne, nach hinten laufen. Ich will, dass sie mich angreift. Dann nicht. Ich sehe nichts, wenn du vor mir rumtanzt, Nick Leo. Ich habe, glaube ich, geblockt. Okay. Kraftpunkte. Ja, das ist Schaden. Das ist normal. KP kennt ja eigentlich jeder. Apfelgummi. Meine KP erhöhen sich jetzt wieder. Ja, 97. Okay. Macht das ein Schnellspeichern? Nee, ne? Okay, man kann hier nicht runterfallen. Da hinten liegt das Mädel. Hauen wir die Spinne auch mal kaputt? Komm her. So. Oh, ich will einfach mal blocken, aber irgendwie sterben die zu schnell. Egal. So. Gehen wir weiter. Läuft ja gerade noch ganz gut. Immer schön die Apfelgummis mitnehmen. Hier ist nichts mehr versteckt. Ist hier noch eine Kiste? Das bietet sich hier irgendwie an. Hier. Ha, ich wusste es. Ich hab sie gehört. Ich führe schnelle Schritte mit X aus. Oh, nice. Bin voll ausgewichen. Mache schnelle Schritte mit X und der Richtung. Du kannst schnell nach vorne, hinten, links oder rechts treten. Befindest du dich dicht an einem Ziel, kannst du schnell neben oder hinter das Ziel treten. Schnelle Schritte können als Teil einer Combo genutzt werden. Durch Anstoßen von L erhältst du denselben Effekt. Okay, warte mal. Oh Gott, hat der mich jetzt getroffen, obwohl ich in der Luft war? Ich weiß es nicht. Schön, dass Mick Leo immer getroffen wird. Man kann die auch anvisieren. Ah, okay. Okay, ich muss okay, wenn ich hier im Kampf rumlaufe, erhöht das meine SK auch. Okay. Ich dachte nur auf der World Map, aber so macht das natürlich auch Sinn. Levelaufstieg. Mick Leo hat ein neues Arte erlernt und hat die Kenntnis zum Titel vertieft. Okay. Auslösefertigkeit von erhöht. Okay. Freilaufen. Mit LT und L kannst du freilaufen. Ah, okay. Da muss ich eine extra Taste drücken, um mich komplett frei zu bewegen. Okay. Aber gut, dass das auch geht. Da war ich nämlich ein bisschen verwirrt. Altes Diadem. In alten Ruinen gefundenes Diadem. Erhöht die Wirkgeschwindigkeit von seraphischen Artes und ihre Stärken. Seraphisch klingt irgendwie nach dir, Mick Leo. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ausrüstung. Ach, er hat eins. Zieht das automatisch an? Ah, ne, wir haben es einfach schon an. Aber, warte mal, ich glaube, das kann ich ihm doch. Das war falsch. Das falsche Menü. Ich wollte eigentlich in die Artis. Nicht in die Artis. Stopp. Quark. Kampfaktion? Nein. Da, Talente. Was? Er hat Snacks zubereitet. Bereitet Snacks zum KP wiederherzustellen, wenn du unterwegs bist. Hier die Figur hat ihre eigentlichen. Bei höheren Level ist die Anzahl der Objekte okay. Spüre Schatztruhen und Kräuter auf. Das ist natürlich auch geil. Was hat er? Aktionszu. Ah, okay. Er kann. Ah, deswegen haben wir die Meldung bekommen, dass er da was gefunden hat. Wo hab ich denn hier Fertigkeitsliste? Ich will eigentlich aber in die. Da wollte ich hin, ins Fertigkeitsblatt. So. Das Diadem hat keine. Muss ich das jetzt anziehen? Wahrscheinlich. Moment. Meine Nase juckt. Ah. Okay. Dann ziehen wir das mal an. Ich glaube, dann bringst du es was. Auch nicht. Hier? Bringst du mir hier was? Stopp. Was eigentlich nicht sein kann. Es geht ja eigentlich um die Ausrüstung von. Von Dingsen. Ich drück immer. Was habe ich jetzt gemacht?
Ach, Sperre. Man kann das sperren, damit er das nicht umzieht. Okay. Mein Gott, man kann hier so viel machen. Komm, Pferd. Wirkung von Verbrennung reduziert. Was macht das andere? Das gleiche. Angriff plus 45. Aber das hier hat ein Sternchen. Ah, und da oben rechts sehe ich dann, ob das was bringt von wegen... Genau, okay. Da oben rechts sehe ich dann, ob es mir was in dem Fertigkeitsblatt bringt. Okay, dann habe ich das Diadem jetzt irgendwie nur so gekriegt. Keine Ahnung, vielleicht sind die random generiert, also die Fähigkeiten. Ich weiß es nicht. Muss hier lang, ne? War richtig. Oder komme ich von hier? Ich komme von hier. Die Karte blendet nur so aus. Okay. Stimmt, ich kam von hier. Und hier müsste ein Save Point sein. Ne, eine Kiste ist hier, aber eine wichtige anscheinend. Was ist da drin? Was haben wir da gefunden? Ich will das haben. Ich will damit rumspielen. Was ist hier? Hier ist doch irgendwas versteckt. Ah, Kräuter. Lavendel. Dieses Aroma. Okay, er hat sich gemeldet, aber zu spät. Seelenketten. Je niedriger deine Seelenkette, desto höher der Schaden, den du zufügst. Was? Okay. Aber das ist nicht empfehlenswert. Die SK-Wiederherstellungsrate richtet sich nach deinem SK-Level. Eine niedrige SK bedeutet auch eine langsamere Wiederherstellung. Das Kämpfen mit hoher SK ist effektiver, als zu kämpfen, bis sie leer ist. Natürlich lohnt es sich manchmal, alles zu geben. Zum Beispiel, wenn Feinde betäubt sind. Ausgewogenheit ist entscheidend. So. Trank des Lebens. Wunderkur, den K.O. eines Verbündeten heilt. Das ist sehr gut. Den werde ich brauchen. Der hat da gespeichert. Da ist ein S auf der Map. Können wir jetzt hier runterspringen? Und jetzt? Ah, ich kann zurückgehen. やはりこちらからはいけないか。構造上繋がってるはずだ。戻って調べてみよう。あれって。どうしたの？あれ？もっとよく見てみる？いや、Weg ist unsichtbar。信だ。周りくどいのはなしにしてくれ。ほん、説明しよう。 Nur der ist da unten unsichtbar, der Weg, ne? Nicht hier oben. Okay, dann muss ich runter. Dann gehen wir wieder. Also ich habe schon gesehen, was er meint. Aber Mikileo will wieder nicht zuhören. Tja, der wird sie nur umschauen. Gehen wir jetzt über den unsichtbaren Weg, aber speichern vorher. Speichern? Das ist immer wichtig bei RPGs. Du hast es immer noch nicht kapiert, oder? Ja, da kommt eine Treppe von unten hoch. Wer hätte gedacht, dass man hier durch die Luft laufen kann? まさか空中を歩けるなんてな。正確には透明の橋だけどね。ちゃんと人が乗れるのかな。なんだ。今日は妙に咲いてるね。うん。今日はね。ちゃ。あは。大丈夫そうだ。Fundstätte, die unsichtbare Brücke. In jedem Gebiet gibt es Fundstätten, die auf einen bemerkenswerten Ort in diesem Gebiet hinweisen. Wenn du weißt, dass sich in der Nähe eine Stätte befindet, ihren Standort aber nicht genau bestimmen kannst, schaust du dich am besten mit um. Okay, da fehlt die Taste. An Speicherpunkten oder entdeckten Fundstätten kann die Back-Taste links unten im Bildschirm erscheinen. Drücke die Taste, um eine Plauderei zu starten und erhellenden oder auch geistlose Gespräche zu genießen. Das ist
この橋だけは神代の時代ぐらい古いものってことか。どうかな。いずれにせよ、僕たちのようなものに頼んで力を借りたのは間違いないだろう。そこまでしてあっち側に人を入れたくなかったんだ。この先は伊豆地に繋がってる。聖域を守るためには当然とも言えね。昔神殿へ祈りに訪れた人々も断崖を渡れないと思い込まされたんだろうな。さっきまでの僕たちのようにな。けどよく気づいたね、スレイ。君の直感にも感心させられるよ。お？ごくごく稀にね。褒めてくれたと思ったらこれだ。AP um 1 erhöht. Nice. Und jetzt haben wir hier die Lady liegen. Die sieht ganz schön gut gerüstet aus. Yappari, kangai naso. Surei! Ano, daishoubu? Are? Ah.私は確か森で。あれ？本当の意味でただの人間だ。だな。大丈夫そうだ。ありがとう。心配をかけたようだ。君は？名前。そっか。名前。そう、俺はスレイ。スレイ？うん。よろしく。スレイ、この近くで落ち着けるところはないだろうか。都まで帰る準備を整えようと思うのだが。都から来たんだ。どうだろう。俺の住んでるとこに来なよ。スレイ、それはいいのか。何者とも知れない私を案内しても。困ってる人をほっとくなんてできない。そんだけ。大体名乗らないのも変だ。怪しいと思うのが普通だと思うけど。君は私の名を尋ねないのか。事情があるんだろ。でも悪いやつには見えないよ。スレイ、重ねて感謝する。じいじの雷、覚悟しておくんだね。うん、何か。うん、なんでもない。とにかくあっちだ。さあ行こう。 Wir haben gerade was gesehen, was ich schon weiß, was ihr aber noch nicht wisst, dass dieser junge Mann von Menschen nicht gesehen werden kann. Was das auf sich hat, erfahren wir vielleicht noch. Ich weiß es gar nicht, ob das in die Stunde mit reinkommt, die wir jetzt hier spielen. Allerdings ist das doch schon mal ganz cool, dass wir sie jetzt gerettet haben. Okay. Wo kann ich jetzt hier lang und was gibt's hier überall? Hier gibt's doch bestimmt noch Schätze hinter. Ne, hier ist die Tür, wo wir lang müssen. Dann muss ich mich aber hier nochmal umschauen, Freunde. Das geht ja so nicht, dass ich mich hier nicht mal umschaue. Da unten ist doch mindestens eine Kiste versteckt. Mindestens. Und Gegner an der Decke wahrscheinlich. Nee, sieht nicht so aus gerade. Hier ist ein Safe Point. Da ist der Ausgang. Was? Soll ich jetzt zum Stern oder soll ich raus? Ich soll wahrscheinlich zum Stern, aber was ist draußen? Was ist mein Target? Sieht man irgendwo mein Target? Nee. Eine Map? Ich suche nach einem Weg durch die Ruinen nach Hause. Was ist denn, wenn ich hier erstmal durchgehe? Hier geht's
raus. Warte, ich will mal unten raus, ob das geht. Ups. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich mal irgendwie rollen kann oder so, aber kann ich glaube ich nicht. Machen die Tasten was? Nee, okay. Ich gucke gerade so ein bisschen die Tasten durch. Okay. Dann gehen wir jetzt hier rum. Guck mal, ob wir auch unten durch die Tür können. Einfach nur mal so aus Interesse. Bisschen erkunden. Wahrscheinlich sagt er dann, nee, wir wollen hier nicht lang. Wir wollen oben lang. Oder sie geht gar nicht auf. Geht nicht auf, aber sieht nicht so aus, als gäbe es hier einen verborgenen Mechanismus. Merkwürdig. Na toll. Hätte ich das mal vorher gemacht. Na gut. Ich gehe da mal wieder hoch. Zum Glück läuft er relativ schnell. Zum Glück. Okay, dann gehen wir jetzt hier die Treppe hoch. Was sitzt denn hier eigentlich für eine Statue? Okay. Lass mal ein bisschen angucken. Tür öffnen und raus hier. Sieht aber auf jeden Fall hübsch aus. So an sich. Ich mag den Artstyle von dem Spiel. Hat was. ああ、無事帰ってこれた。なんという美しさだ。まるで神話に出てくる天族たちが暮らす神殿のよう。本当に天族って呼ぶんだ。何かおかしいだろうか。うん。神、霊、魑魅魍魎といった姿なき超常存在を人は畏敬の念を込めて天族と呼ぶ。でしょ？ 天剣文録の引用。じゃじゃーん。君も読んだのか？君もってことは。幼い頃に、それは何度も。だっと。俺の村はここから少し行ったところだから、行こうか。了解した。 Na, wer verliebt sich denn da noch in ein Mädchen? Hm? Ich glaube ja so, Ray. Okay, wir gucken uns mal ein bisschen um hier. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Oh, hier ist ein Monolith. Einstellung der Schwierigkeitsgrade. Okay, das brauche ich ja jetzt nicht selten. Das ist ja eigentlich logisch, ne? War hübsch hier. Oh, da hinten ist eine Kiste. Relativ weit, aber sehr leer auch. Oh, da hinten sind aber Tiere. Da hinten der Fels da aus, aber ein Gesicht hat. Wir sind relativ weit über den Wolken, wa? Trank des Lebens. Sehr gut. Da kann ich nicht lang. Okay, haben wir hier noch irgendwas versteckt hinten auf der Kante hier? Oder war da was? Nee. Schatzdetektor. Wo denn? Hier. Ah. Safran. Steigert die Arteverteidigung um 2. Okay. Finde ich cool mit dem Schatzdetektor. Also man kann sich das ja aussuchen, ob man ihn will oder nicht. Das ist verdammt cool gelöst eigentlich. Und später kriegt man wahrscheinlich noch andere Charaktere, die andere Fähigkeiten haben. Und dann kann man sich das alles sehr cool zusammenstellen. So dass man im Grunde kaum was verpasst. Die Musik ist auch sehr cool. Ja, doch. Hier haben wir ein Blumenfeld und hier haben wir eine Kiste. Hab ich schon. Eis am Stiel. Oh, nom nom. Eis mit Orangengeschmack. Lässt sich ganz einfach herstellen. Orangensaft in den Gefrierschrank stellen und fertig. Fett. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich hier gerade richtig gehe oder ob ich hier wirklich in die verwinkelsten Ecken laufe gerade. Aber eigentlich müsste ich ja nur den Stern folgen. Aber ich möchte ja auch ein bisschen was mitnehmen. Da liegt noch was. Rosmarin. Habe ich jetzt nicht gelesen, was das ist, weil ich zu schnell gedrückt habe. Sehr cool. Kann ich mich hier irgendwie draufstellen und dann mich umschauen? Nee. Okay. Hätte sein können, dass man da so einen Aussichtspunkt freischaltet. Nee.
素晴らしい本だからね。ああ。和んじゃって、どうなることやら。ここが俺の村、伊豆地だ。So, man, hier, schnelle Schritte, ja, das hatten wir ja schon. Ja, wo ist das Dorf, Elysia? Wir sind nur noch gar nicht da. Wir sind jetzt einmal außen rumgelaufen, um einmal die ganzen Schätze einzusacken hier. Das hat sich gelohnt, wir haben zwei Monolithen gefunden. Vielleicht darunter. Oh, Tiere. Aber hier haben wir auch oben welche stehen, da können wir uns die auch näher angucken. ヤギだよ。ヤギ？これほど大きなものが。Ja, Ziegen sind immer so groß. Highland Ziege. Hyland Ziege. すごい角。伝説に聞くドラゴンのようだ。ドラゴンっておとぎ話の？君って面白い人だな。近づいたら危険だ。気が荒い野生種だろう。大丈夫。友達だから。小さい頃は四五回吹っ飛ばされたけどね。友達なのか。うん。時々ミルクを分けてもらって、村のみんなとチーズやヨーグルトを作るんだ。それは楽しそうだ。楽しいよ。すごく。Es ist so Animu. Kann ich die hauen? Nein, nicht mal hauen kann man diese Ziegen. Ah cool, wir haben noch einen Aktionspunkt. Ich finde die irgendwie cool, die Dinger, die sind schön dargestellt. So dass die nicht unbedingt langweilig sind, weil die Animation relativ lustig ist. Was ist denn da hinten noch alles, ey? Alter Vater. Kann hier ja ewig weit laufen. Ne, da laufen wir jetzt nicht zum Speicherpunkt. Wir haben hier oben wahrscheinlich eh einen. Weil hier ist das Dorf. Nach einer Cutscene oder so. Huch. じいじに報告してくれ。黙っとくわけにはいかないよな。後で来るんだろ。うん。みんな来て。紹介するよ。これが森で暮らす俺の家族。これは芝居？それとも何かの演出か？何でもない。忘れて。君は面白い人だな。あれが俺ん家。先行って休んでてよ。俺ちょっと用あるから。村の中を拝見しても？いいけど、みんなを怒らせないでね。なるほど。ここは天族の森と言いたいのだな。そう、それでは粗相のないようにしなければ。さて、ニクリをじいじにうまく話してくれてるかな。 Das sind also alles Geister. Ach du heilige Scheiße, man kann mit allen reden. Aber sie hat ja gar keinen gesehen. Könnte das Mädchen ein Ritter sein? Die Aufgabe eines Ritters ist der Kampf. Ist es für uns sicher, sie hier zu haben? Du warst also wieder mit Mikleo in den Ruinen stöbern und bringst auch noch ein Menschenmädchen mit. Die ist bestimmt ein... Was? Die ist bestimmt ein bisher größter Fund, oder? Sorry, ich weiß, ich wiederhole mich, aber nimm dich vor den Helions in Acht. Vielleicht kannst du sie verjagen, aber endgültig beseitigen kannst du sie nicht. Leider haben wir Seraphim nicht die Macht, sie zu läutern. Verstehst doch, Sori, oder? Für Menschen sind wir unsichtbar. Schon die Tatsache, dass du so neben uns leben kannst, macht dich zu etwas ganz Besonderem. Ich sage es nicht gern, aber du solltest sie so schnell wie möglich zurückschicken. Das ist das Beste für alle Beteiligten. Ach, die sieht euch doch eh nicht. Hey, das hast du doch auch gespürt, oder? Eine Störung in Opas Domäne. Oder habe ich mir das vielleicht nur eingebildet? Ein Bravourstück, Sori. So würde es für die meisten Menschen wohl aussehen, oder? Ja, jetzt ist sie nun mal hier. Was geschehen ist, ist geschehen. Aber du solltest dich bei deinen Ruinenabenteuern wohl etwas zurückhalten. Diese Ruine, sagen wir einfach, sie reicht tiefer, als du es dir auch nur vorstellen kannst. Was für ein unberührter, natürlicher Ort. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es einen solchen Ort in der Welt noch geben könnte.
Ja, wer weiß, wie die Hauptstadt aussieht. Das Dorf ist auf jeden Fall großflächig, muss ich ja mal gerade sagen. Ein Menschenmädchen in Elysia. Das ist das Ungewöhnlichste, was hier passiert ist. Seit Opa mit den beiden kleinen Zoria und Miglio hier aufgetaucht ist. Ein Mensch ohne Resonanz ist mir schnurzpiep egal. Sie kann uns nicht sehen und bald ist sie wieder weg. Habe ich nicht recht? Vielleicht kann sie euch bald sehen. Wer weiß. Was weiß ich, was hier bald abgeht. Oh, speicher mal. Sehr gut. Okay. Kann ich in die Häuser? Ich glaube nicht. Nein, okay. Da kann ich rein. Das ist wahrscheinlich vom Großvater. Aber ich will jetzt mich erstmal umschauen. Und auch hier hinten mal gucken. Hier ist noch jemand. Du darfst nicht immer allen vertrauen, sorry. Bei den Erdbewohnern aus dem Unterland kann man nicht vorsichtig genug sein. Welche durchs Wasser? Natürlich nicht. Unsichtbare Wände. Hab ich mit euch schon. Miglio hat ziemlich beunruhigt ausgesehen, als der Reinigung... Was? Als er reinging. Achso, aber mach dir deswegen keine Sorgen. Ja, und Opa wollen nur das Beste für dich. Das weißt du doch, oder? Wie lange habe ich wohl keinen Menschen mehr gesehen, außer dir? Das müssen doch mindestens ein paar Jahrhunderte sein. Hoffentlich ist das kein böses Zeichen. Und hier etwa doch der Großvater? Dann ist das da unten wahrscheinlich nur eine Schlafmöglichkeit. Aha. Elysia Lerchennest. Oh, Izuchi Himari no Hino wa inai. Okkochita Hina wo sodateyou to shitara, Jiji ni tomerareta nda yo na. Hito ga sodatetara tobenai tori ni natte shimau. Su ni modose tte. Aitsu buji ni sudateta nda na. Na. Okay, aber es lohnt sich auf jeden Fall, die Welt zu erkunden. Dann findet man solche Punkte. Ganz cool eigentlich. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ma, Surei kara chokusetsu kiite kudasai. Shio no nai. Kono bakamon! Tadaima. Jiji. Naze ningen wo warera no chi ni tsurekonda? Jiji, Surei no iibun mo kiku tte itta janai desu ka. Ima kara kiku toko ja. Surei ya. Wakatte inagara imashime wo yabutta no ka. Gomen yo, Jiji. Houtte okenakatta nda. Kono chi ni wazawai wo motarasu dake da ningen wa. 俺も人間だよ。お前はわしらと共に暮らしてきたことで、わしらの存在を捉え、言葉を交わす力を育んだ。普通の人間にはできぬことじゃ。この大きな違いがわからぬお前ではないだろう。確かに、あの子に霊能力はないみたいだった。 それでもスレイにとって初めて出会った人間だったんです。だが同じものを見聞きできねば共に生きる仲間とは言えん。わしはこの地を守りながら赤ん坊の時からお前たち二人を育ててきた。うん、感謝してる。それは お前たちが他の皆と同様にこの森を守る存在となるからだ。無用な侵入者は排除せねばならない。皆の平和な暮らしのために。はい。では行くのじゃ。せめてあの子の準備ができるまで待っていい？急げよ。 ありがとう。 ジジ? 分かっておるよ、ミクリオ。あの子の気持ちはまっすぐで正しい。
だからこそわしは心配なのじゃ。So. Okay. Grafikfehler war da gerade. Ganz kleiner. So. Dann, was haben wir mit dir geredet? Ist das die Möglichkeit? Das Land nun ist so getränkt mit Bosheit, dass die Flüsse und Quellen vergiftet sind, um daraus zu trinken. Es klingt jedenfalls nach einer ganz anderen Welt als hier in Elysia. Die Wolke so. Wo steht sie denn jetzt? Ist sie jetzt... Stand die vorher hier auch? Die natürliche Weste. Oh, nice. Was haben wir denn hier? Wir haben wieder hier was. Verteidigungsfähigkeit plus 5%. Nice. Fokus 4%. Okay, wir haben Erdschaden reduziert um 10%. Das ist sehr cool. Okay. In deinem Zimmer auf das Mädchen warten. Oh yeah. Srei. Na, これ? Na, この紋章って… Ah, 同士の紋章だね。だよな。天族と交信し、かの力を意のままに操り、圧倒的な力を発言するもの。同士か。同士になったつもりかい？どうかな？暗黒の世を救う救世主には見えないね。黙るのだ、天族よ。お断り。ほら、発掘したもので遊ばない。だな。彼女、遅いな。ちょっと見てくるよ。Lass doch den Handschuh an, der war voll cool. Außerdem ist der eh für dich am Ende. Ist doch klar. Du bist der einzige Mensch hier, Zoe. Sie kann es nicht sehen. Vermutlich hält sie dich darum für ganz schön sonderbar. Ich schlage vor, dich nach Möglichkeit nicht verdächtig zu verhalten oder sie nervös zu machen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt schon ganz schön durcheinander ist. Oh ja. Ah, hier können wir schlafen. Okay. Okay, aus hier. Hallo. 楽しめた。ああ、だがずっと誰かに見られてるようで、なんだか。ご飯にしよっか。すまない。実はもう限界だった。じゃあ俺の家に行こう。Geh auf zu mir. Folge mir. Hunger hat sie auch noch. 何か。うん。なんでも。Okay, bei Gesprächen kann man nicht in die Türen gehen. Ah, 入って。Das ist gut. ねえ。君がいる都ってどんなとこ？私が暮らしているのはハイランド王国の都。レディレイク。レディレイクって聖剣伝承の？知っているのか？天意剣文録にあったよ。湖の乙女の守る聖剣を抜いた者が同志になるって伝承があるんだよね。ああ、恵まれた水源を持つ都で、酒と祭りが好きな陽気な人々で溢れていた。溢れていた？昔はそうだった。下界の人たちは大変なんだな。下界？山を降りた先のこと。俺ここから出たことないんだ。一人でずっとここに。スレイこそ大変な境遇だったのだな。そうだ、明日からの帰り支度手伝うよ。何がいる？保存食とかカバンとか。
そうだな。あと少々の道具類と寝袋があれば。わかった。じゃあまずは狩りだね。明日案内するよ。ありがとう。感謝する。おはよう、スレイ。おはよう、ミクリオ。ミクリオ、早く！のんびりしてる暇はないぞ。わかってる。すぐ行くよ。じいじにいろいろ仰せつかってね。しばらくは暴殺されそうだ。そっか、こっちのことは気にしないで。スレイ、じいじの気持ちも。うん、わかってる。ミクリオ！じゃあまた。あ、あ、おはよう。よく眠れた。おはよう。久々にぐっすりと眠れた気がする。じゃあ早速行こうか。入り口の門から左手だよ。そこに売りボアがいる。いい狩り場なんだ。了解した。Die hält uns doch jetzt für völlig gestört. Oder sie checkt, was abgeht. Ja gut, dann gehen wir mal jagen. Wir haben zwar schon eine Stunde erreicht, aber ich will bis zu einem gewissen Punkt spielen. Wo ich mich extra erkundigt habe, wie lange das dauert. Das dauert ungefähr eine Stunde. Ich hoffe, die Information war nicht falsch. Links vom Tor, hier. Hier sollen Wildschweine sein, aber da haben wir ja vorhin keine gesehen. Ah, hier. Hier ist auf jeden Fall irgendwie was, eine Spur oder so. Ach, süß. あいつの肉は燻製にしたら保存も効くし、なかなかいけるんだ。皮も素材としていろいろ使えるしね。少々気の毒だが。やめとく？いや、現実は心得てる。それに、都では得られない経験だ。なるほど。今だ、行くよ！アタック！Stirb, Schwein! Es ist betäubt! Oh nein! Das war easy. Drachenschwein haut 3 erhalten. Ausrüstungsfertigkeit von Sore erhöht. Okay, nice. Reicht das schon? Natürlich reicht das nicht. Du wirst sie entdecken, wenn du hinschaust. Das ist auch eine Top-Aussage. Okay. Da. Schweinchen! Was geht? Mit dem Schlag, wenn der breit genug ist, kann man beide Gegner gleichzeitig treffen. Das ist sehr geil. Starre Schweinhaut. Kriege ich auch das Fleisch, oder? Ist das Fleisch nur so ein Quest-Item? Schweinchen? Schweinchen! Da nicht, hier vielleicht. Kein Schweinchen in Sicht. Ich habe, glaube ich, eins gehört gerade. Nein? Okay. Da ist eins. So, du kriegst erstmal einen Schlag ins Gesicht. Und einmal den Block ausprobieren. Also, ich muss mich damit ja ein bisschen reinfuchsen. Dieser Block funktioniert, okay. Den Monolithen haben wir. Oh, die Kiste, da habe ich nicht mitgenommen. Und ein Schwein ist hier auch. Tank des Lebens. So. Gib alles. Wir sind auf jeden Fall schon One-Hit, also One-Combo. Okay, gehen wir nach Hause. Nur Schweine geklatscht.
Die Laufwege sind ein bisschen lang, aber das ist bei japanischen RPGs immer so. Immer riesige Welten und viel Laufen. Aber die sehen immer hübsch aus. Auch wenn es hier gerade noch ein bisschen leer ist. Aber das sind halt Steppen hier. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Zu mir nach Hause? Oder mit Mick Leo sprechen, der anscheinend vor meiner Tür steht? Weil hier ist ein Punkt. Aber irgendwie ist da keiner. Irgendwie steht da keiner. Obwohl hier ein Punkt ist. Ja, nach Hause. Vielleicht ist das richtig. Ja, ist richtig. Srei? Ah, okoshichatta. Gomen. Yohodo no okiniiri nano da na, sono hon ga. Kodomo no koro kara nando mo yomikaeshite. いつか世界中の遺跡を回るのが夢なんだ。転移見聞録を読んだ者、皆がそう言う。各言う私もその一人。だが今、世界に遺跡探求の旅などという余裕はないんだ。十数年前から、世界各地は人知の及ばないような最悪に見舞われている。 最悪？謎の疫病に、山ない嵐、人体自然発火。死人が歩き回ったなどと、めちゃくちゃな噂まである始末。ちょっと待って、なんていうか。信じられない？それとも面白そう？いや。だが、事態は深刻だ。 罪悪によって引き起こされた大陸全土の異常気象。それが原因で近い将来、作物の実りがなくなり、飢饉がやってくるだろう。最大の問題は、旧した国々の間で略奪戦争が起きるかもしれないということ。そうなってはもう止められない。何か手はないの？見当もつかない。 伝承にすがるほど。だから遺跡を。いいよ、無理に話さなくても。さあ、俺ももう寝る。おやすみ。おはよう、スレイ。おはよう。今日は昨日買ったウリボアから、 保存食とかカバンとかいろいろ作らなくちゃ。よろしく頼む。そんな楽しいもんじゃないけどな。始めるときには声をかけてほしい。Okay, das müssen wir jetzt auch noch machen. Ja. Also, was soll ich tun? Was müssen wir denn jetzt machen? 結局すべて君にやらせてしまったな。 いいって、慣れてるし。おかげで明日には立てそうだ。ありがとう、スレイ。そう。よかった。じゃあ明日に備えてゆっくり休んでね。俺、ジージに伝えてくるから。もっと下界の話聞きたかったな。 Okay, da oben war das Haus von Opa. Bin ja gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, ob wir dann einfach mitgehen oder ob sie erstmal alleine reist. Ich vermute ja, dass wir mitgehen. Weil ich weiß nicht genau, was passiert. Bis zu dem Punkt, was ich erreichen möchte in diesem Angezockt. Weil das ein relativ guter Punkt ist, um aufzuhören. Möchte ich diesen Punkt erreichen. Ach, der Punkt heißt, dass ich da rausgekommen bin. Da steht keine Person. Ah. Gigi, 明日出発するって. そうか。出発は皆で見送ろう。客人には違いなかったわけじゃからな。
スレイ、本当に世話になった。本当にここまででいいの？ああ、これ以上迷惑はかけられない。そっか。大丈夫、私た地図通りに行けば森も迷わないよ。あ、いや、それは信用している。アリーシャ。え？私の名はアリーシャ・ディフだ。アリーシャ。君は何も言わずに、何者とも知れぬ私を助けてくれた。それに引き換え、私は我が身可愛さになすら告げず、騎士として恥ずべきことであった。どうか許していただきたい。そんなこと。スレイ、私は、ん？私は天族は本当に存在していると思う。天意見聞録に記された数々の伝承はおとぎ話などではないと。うん。今世界中で起きている最悪、それを鎮められるのは伝承に残る存在なのではないかと。同志だね。君は笑わないんだな。都では誰もがバカにしたのに。俺も信じてるから。君は本当に気持ちのいい人だ。レディーレイクの都では間もなく聖剣祭が始まる。同志伝承をなぞらえた剣の試練も行う予定だ。スレイ、剣の試練に挑んでみないか？え？では行く。スレイ、今の話考えてみてほしい。どうして？伝承にある同志、それはきっとスレイ、君のような人物だと思うから。これは？僕はジージに言われて、あの後ずっと遺跡であの女騎士の手がかりを探していたんだ。じゃあこれはアリーシャの？ハイランド王家の紋章だ。アリーシャ・ディフだ。ただの騎士ではないようだね。辛いだろうがな、これでよかったんじゃ。ジジ、何者かがわしの領域に侵入してきた。ん？気配を隠したか、小賢しい。危険皆の者、何者かが侵入した、探すのじゃ。気配を隠したことからおそらく兵馬じゃ。心して探索に当たれ。俺たちも行くよ。うん、兵馬であれば事態は急を要する。頼んだぞ。森の方を当たろうと思うが、どう思う？うん、そうしよう。 Auf zum Wald! Komm schon! Was ist sie denn für ein Ritter? Ich will das wissen. Und sie ahnt, dass wir halt Seraphen sehen können. Seraphinen. Deswegen hat sie nichts gesagt und uns für komisch befunden. Also sie ahnt es wirklich. Okay. Die Musik, ey. Mega bedrohlich. Also wirklich. Voll gefährlich hier. Jetzt steht da hinten einer, mit dem wir talken können. Was sagst du denn? Mace und die anderen sind losgezogen, um den Wald zu durchsuchen. Ihr beide geht besser nicht dorthin, es ist gefährlich. Ich will da hin. Kann ich die Map irgendwie groß machen? Ich hoffe, ich kann hier durchlaufen. Oh, bitte, keine unsichtbaren Wände. Nein! Shit. Okay. Gehen wir halt hier lang. Was ist denn hier für ein... Warum ist der Stern denn hier? Ist hier eine Tür? Oh nein. Meisen? Ok.
かしいね。ここにはメインディッシュしかないはずなんだが、また新たに二人もお出ましか。なんだこいつは。これが氷魔だって言うのか。ここは君が来るようなところじゃない。立ち去るんだ。小僧が生意気に。全身恐怖が丸出しになってるぜ。ほら、力んで腕もガチガチ。うわっ、スレイ。お前さん、うまそうな匂いがするね。なんだって。言わせるのかい。お前さんを食いたいって。ふざけるな。最初から全開だ氷魔。俺の奥義を見せてやる。Wähle mal das Menü Himmelsturm aus und wirke das verborgene Atem mit A. Aha. Wirke verborgene Artes mit A. Es ist möglich, sowohl Kriegs- als auch verborgene Artes in Kombos zu vereinen. Du kannst zum Beispiel die Schwächen eines Feindes mit einem verborgenen Arte angreifen und darauf einen Kriegsarte folgen zu lassen. Im Atemmenü kannst du mit L bis zu 5 verborgene Artes kombinieren. Wenn das oberste Feld nicht besetzt ist, kannst du das System durch Drücken von A aus deinem erlernten verborgenen Artes auswählen lassen. Ach, die große Gott. Okay, ich verklopp den einfach ein bisschen. Der hat auf jeden Fall viel HP. Muss rumlaufen. Moment, ah, so. Ah, okay. Das ist aber der Kampfradius hier. Aber wenn ich frei laufe, dann erhöht sich die SK nicht. Okay. Gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Alter. Nein. Ei, hör auf. Komm schon. Danke. ホーマの本当の。それ邪悪なるものよ。それともみんなで相手してやろうか。つまみ食いにかまけてメインディッシュを逃すのは面白くない。マイセン、あとはわしらに任せ。じいじ、さっきの狐人間は氷魔だったのですか。我々と言葉を交わすなんて。うん、あれは人間が氷魔と化した姿じゃ。疲れたと言ってもいい。人が氷魔に。さあ、お前たちはさっさと戻って休み。そうします。さあ帰ろう。うん。動き始めたのかもしれんの。Yay, Windmeister Talisman Unwetter erhalten. Crazy. あいつ、一体何しに。おかしいね。ここにはメインディッシュしかないはずなんだが、メインディッシュを逃すのは面白くない。まさかあいつの狙いって。Wir müssen Alicia retten. Aber erstmal müssen wir uns ausrüsten. Leeren Ring. Okay, warte mal. Wo habe ich denn den Talisman?
Titel kannst du dir einzigartig Ausrüstungsgegenstände. Was? Titel kannst du dir als Ausrüstungsgegenstände vorstellen, die beim Tragen Figurwerte verbessern. Durch Abschluss von Ereignissen und Levelaufstiegen mit bestimmten ausgerüsteten Titeln steigt seine Beherrschung. Ah, Fokusangriff. Das ist gut. Das ist natürlich gut. Ich glaube, der Talisman ist leider für. Für Big Leo. Dann wollen wir mal Alicia retten. Also, dass er hinter ihr her ist, habe ich aber auch früher gecheckt. Also, da hast du ein bisschen länger gebraucht. Als ich, lieber. Sorry. Jetzt holt Big Leo mich wahrscheinlich ein. Okay. Los. Los, los, los. Wir müssen sie retten. Ab in den Wald. Ab in den Wald. Ach, da lang. Okay, da geht's Richtung Wald. Da ist noch ein Monolith, den nehmen wir noch mit. AP. Ich könnte eigentlich automatisch Blocken anmachen. Das wäre eigentlich voll gut. Brauche ich da nicht drauf achten. Könnten wir eigentlich mal eben anmachen. Jetzt wollen wir mal speichern. So, und dann wollen wir hier noch einmal AP. Zielerfassung, ja, das habe ich schon gelernt. Das habe ich schon gemacht. Also nicht die Details abgerufen, aber ich habe schon Ziele erfasst. Hier, automatische Abwehr möchte ich haben. Und dann habe ich immer noch 4. Automatischer Schritt nach hinten. Machen wir auch mal an, komm. Dann gehen wir mal durch dieses monströse Tor. よし、何が？うわ、ミクリオ。どうして？抜け駆けなんてさせないさ。僕も行く。ミクリオ。歩きながら話そう。時間が欲しい。あの狐男の言葉、狙いはアリーシャと考えるのが自然だ。ミクリオも気づいたんだ。当然。さあ、急ごう。ミクリオ。なんだよ。改まって。 来てくれてすげえ嬉しい。嘘一つつけない君じゃ人間の中ではやっていけないだろうからね。じいじ怒ってるよな。じいじは覚悟していたのさ。いつか君が旅立つこと。大げさだな。一生会えなくなるわけじゃないのに。分かってるんだ。 じいじには旅立ったら君はもう人間の中で生きていくって。これはじいじの。人間の社会ではお金が必要だ。困ったらこれを売って足しにしろって。そして君に伝言だ。自由に自らの思う道を生きよう。 すごい。人はあまり無力だ。それゆえ時代が窮すると同志の出現を祈る。<笑>これが世界。この後、
最悪の時代と呼ばれた時代に現れた同志の物語が幕を開ける。Das ist der Moment, wo ich das angezockt beenden werde, denn das ist der perfekte Moment, um es zu beenden. Und darauf habe ich gewartet. Das Intro macht doch ein bisschen Lust auf mehr, oder? Ich glaube, ich spiele das auch weiter. auf jeden Fall ein cooles Spiel. Und ich laber den gerade in die Cutscene, ist mir aber egal. Ein sehr cooles Spiel, ein sehr cooles JRPG. Wenn ihr drauf steht, kauft es euch, spielt es durch. Allein das Intro, das war schon mega cool. Leider ist es in Deutschland ohne Gesang. Denn eigentlich ist es noch mit Gesang, aber da gab es wohl rechte Probleme in Deutschland, deswegen wurde das ohne Gesang genommen. Oder die wollten den Gesang in Deutschland nicht, in der deutschen EU-Fassung, in der EU-Fassung allgemein, nicht reinpacken. Auf jeden Fall ist alles in der Beschreibung, alles wichtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen länger war. Ich weiß nicht, ob ich das in zwei Teile geteilt habe oder komplett hochgeladen habe. Werde ich dann sehen, werdet ihr dann sehen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt so lange durchgehalten, dass, also wenn ihr das hier hört, habt ihr sowieso durchgehalten, dass ihr dieses Intro gehört habt, weil das ist cool, muss ich gestehen, das ist echt cool und fetzt. Und wir sehen uns zu anderen Projekten wieder, vielleicht streame ich dieses Spiel sogar, ich weiß es nicht. Werden wir sehen, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.